Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ganz einfach in LumaFusion einen Greenscreen-Effekt erstellt. Wir öffnen erstmal das Programm LumaFusion. Dauert ein wenig und jetzt ist es da. Hier ist mein letztes Video, das ich gleich mit dafür nutzen möchte. Ich habe schon mal einen Effekt aus dem Internet kostenlos gezogen, müsst ihr mal gucken, gibt es jede Menge, die man dafür benutzen kann. Ich habe mich hier für so einen kleinen Computer entschieden. Ich ziehe ihn erstmal in die Länge, wie weit ungefähr der Effekt gehen soll. Ich drücke mal ungefähr bis hierhin. Jetzt werde ich noch eine Überblendung einfügen, ganz einfache Blende. Hinten dran ungefähr so müsste es funktionieren. Ah, okay, das sieht gut aus. Jetzt machen wir einen Doppelklick auf unseren Effekt. Und wenn wir jetzt hier unten, ich zeige euch das mal, hier unten auf dieses Symbol klicken, kommen wir schon zu den Effekten und dann müssen wir oben auf den Schlüssel gehen. Und da haben wir hier gleich als erstes den Effekt, den wir nutzen wollen. Klicken wir mal drauf und schon erscheint das unterliegende Video und der grüne Effekt im Prinzip verschwindet. Hier auf der rechten Seite hat man noch etliche Einstellungen. Die würde ich aber jetzt hier erstmal so lassen. Man kann die Kanten dann noch verbessern und alles. Aber das sieht ja schon ziemlich gut aus. Wie gesagt, wenn man also Personen hat, die man mehr ausschneiden möchte, dann kann man das hier noch anpassen. Ich würde jetzt erstmal zurückgehen. So sieht es jetzt ungefähr aus. Gefällt mir aber noch nicht ganz. Wir können die Videos aber noch anpassen, indem wir wirklich auf jeden einzelnen Clip nochmal draufklicken. Zum Beispiel hier der erste Clip, klicken wir gleich mal doppelt drauf und werden dann hier unten unter den Transformieren Werkzeug können wir unseren Clip nochmal so anpassen, wie wir das möchten. Ich ziehe es mal ein bisschen kleiner, ungefähr so. Gehen wir raus, machen das mit dem zweiten Clip genau noch mal dasselbe. Hier sieht man schon, ich bin ja ziemlich weit unten und ich möchte aber so ein bisschen mehr, so ungefähr. Sieht gut aus. Mit dem dritten Clip machen wir dasselbe. Ich kann mal laufen lassen. Ja, sieht gut aus. Okay, jetzt sehen wir den dritten Clip noch mal. Ziehen uns den Clip, den unteren, genauso hin, wie wir das möchten. Ich denke mal so. So passt das. Genau, jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt werden wir das mal abspielen, ob das soweit passt. Machen wir es mal groß. Doppelklick einfach auf unseren Monitor. Und dann werden wir das mal abspielen. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, haut auf die Glocke und bis bald. Tschüss.